Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Cat-Tarot vorstellen von Megan Lincott. Das Ganze kommt in einer eigentlich sehr aufwendig produzierten und gestalteten Pappbox, also Karton. Ich finde diese Idee mit der Katze, die aus dieser Aussparung lugt, aus wie so aus der Höhle, finde ich sehr nett. Die Rückseite sieht so aus. Und dann hat es halt noch so Foliendruck noch damit. Noch sehr aufwendig mit drauf. Also ist alles sehr hübsch und nett. Und wenn man es aufmacht, die Box lässt sich gut öffnen. Ist das dann innen ist in Blau ausgeschlagen mit Symbolen. Dann haben wir hier ein kleines Büchlein. Das lässt auch keine Wünsche übrig. Mit Inhaltsangabe, Einleitung, wie man das Deck verwendet, verschiedene Legemethoden. Und dann kommen wir zu dem Deutungsteil. Die großen Arkana sind halt mit Schwarz-Weiß-Abbildung ganzseitig und dann mit einem Erklärtext, der, wie ich finde, leider sehr, sehr klein, eine kleine Schrift hat. Also es ist schwer zu lesen. Da hätte man ein bisschen größer werden können. Und die kleinen Arkana sind halt, wie gesagt, immer so kleine Absätze, auch mit einem kleinen Bildchen versehen in Schwarz-Weiß. Alles okay. Und dann noch ein Absatz über die Autorin und die Illustratorin, besser gesagt, die das Deck gemacht hat. Und das Buch hat dann hier Julia Smiley vielleicht. Hat das dann, das war das zu dem Buch so, und dann kommen wir zu den Karten. So ist die Innenseite aus. So sehen die Rückseiten aus, mit so verschiedenen kleinen Piktogrammen, so Symbolen. Nicht gerade so, es sind Rückseiten halt. Das Ganze ist in so einem Semi-Gloss, also es ist nicht hochglänzend. Karten haben eine schöne, flexible, aber nicht zu schwache Kartenstärke. Es mischt sich sehr, also es ist butterig, also ich mag es sehr gerne. Und ja, fangen wir einfach mal an. Es ist Cat-Tarot, sprich, es geht um Katzen. Ich habe selber keine Katze, mag aber Katzen. Ich bin halt zu der Gruppe, gehöre zu der Gruppe, die Katzen und Hunde mag. Aber bis jetzt habe ich noch kein Hunde-Tarot-Deck entdeckt, was mir wirklich durchweg gefällt. Aber dieses Katzen-Tarot ist wirklich eins, wo ich denke, also das bringt mich zum Schmunzeln und finde ich ganz nett. Wobei der Narr hier nicht so zu meinen Favoritenkarten gehört, aber nichtsdestotrotz, die das, diese Megan, die illustriert hat, die muss Katzen haben. Also man sieht eindeutig jedenfalls, dass sie Katzen kennt, auf alle Fälle, wie die ticken. Und in Wasserfarben, in Aquarell gestaltet. Also von daher kommt manchmal so vielleicht ein bisschen naiv daher, wirkt so ein bisschen, ja, harmlos, aber da soll man sich nicht von täuschen lassen. Auch wunderschön hier auch mit der Windeskarte, der Unendlichkeitsschleife und hier der Stoffmaus unter den Pfoten. Großartig. Also die Motive. Da ist eindeutig die Katzenseele zu sehen und so absolut typische Verhaltensmuster, die die Katzen so haben. Aber achso, ich bin abgekommen. Auch wenn die vielleicht so ein bisschen harmlos daherkommen, die oder auch manchmal mit sehr viel Witz daherkommen, kann man in Anführungszeichen ernsthaft
Karten liegen damit. Also ich bekomme da faszinierende, wunderschöne ne Sachen dabei raus. Und ich finde es einfach genial mit dem Tod hier. Der Staubsauger, der Tod jeder Katze sozusagen. Dann Mäßigkeit, auch gut. Der Hund als Teufel, göttlich. Und Katzen, Kratzbaum für den Turm, auch nicht schlecht. Also ich finde es sehr erfrischend, sehr. Es bringt mich zum Schmunzeln, wenn ich die Karten sehe. Und nichtsdestotrotz kann man da wirklich super gut mitarbeiten. Aber es macht einen einfach nichts schwermütig. So, dann kommen wir hier zu den kleinen Arkana mit dem Ass der Stäbe. Und die haben halt dieses rote Symbol. Also das steht nicht auf den Karten Stäbe oder sowas, sondern jedes Element, jede Farbe der kleinen Arkana hat halt so ein Symbol. Und bei den Stäben ist das rot und mit so einem Stab halt hinter dem Nummernkreis versehen. Und da zählt man sich so durch mit 4, 5 Stäbe, 6. Auch wenn man jetzt auf den ersten Blick nicht denkt, ah, die sehen ja alle gleich aus, da kann man ja nichts deuten. Also man muss sich da schon mal hinsetzen und bei einigen erkennt man sofort, was damit gemeint ist. Und das Büchlein, das hilft auch ungemein, wenn man jetzt mit dem, was da dargestellt ist, einfach nichts anfangen kann. Dass da einem nicht die Intuition hilft, dann ruhig mal ins Büchlein schauen. Aber ansonsten sind manchmal, ja, kann man auch sich selbst da so was zu entdecken ist. Dann haben wir hier die Hofkarten bei den Stäben. Die finde ich total schnuffig und auch wirklich so typisch, nicht? Vor dem Ofen, warmes Plätzchen, König, auch wieder aber so Rider-Waite-Smith-Andeutung hier mit der Eidechse für den König der Stäbe und dann auch hier, also wie gesagt, man muss genau hingucken und man entdeckt so viele Details, zum Beispiel hier die Kronen auf den Vorhängen, Kronensymbole, dann haben wir Ass der Schwerter. Und das ist halt mit dem Luftsymbol, finde ich, kann man das gut sich merken. Nee, das ist ja das Feuersymbol. Da müsste ja ein Strich sein mit dem Dings. Aber wie gesagt, die Spitze von einem Schwert kann man sich dann auch merken. Ist halt für die Schwerter das Symbol und dann halt die Nummerierung da rein. Zum Beispiel, wer sich mit Rider-Waite-Smith auskennt, kriegt hier auch eindeutig eine Eselsbrücke mit den spitzen Zähnen, wird hier auf dem Herzchen rumgekaut. Da gibt es also eindeutige auch Erkennungsmerkmale bei vielen Karten. Oder 5. Eindeutig Rider-Waite-Smith-Anlehnung. Ausfahren 9, 10, dann der Page, Ritter, Königin, auch hier die Tapete mit den Vögeln und den Wolken, so mit Luftelement, auch hier die Schmetterlinge beim König der Schwerter, alles so kleine Hinweise und hier auch zum Beispiel so Seerosen bei den Kelchen, Ass der Kelche. Und hier gemeinsam aus der Schüssel trinken bei Essen bei 2. Vier. 5.
Da habe ich zum Beispiel mal geguckt in dem Büchlein bei den fünf Kelchen, ist beim Rider-Waite-Smith, ist ja im Hintergrund auch eine Brücke zu sehen, dass man auch, also das ist nicht ganz hoffnungslos, dass man auch das andere Ufer erreichen kann. Und hier ist zum Beispiel die Golden Gate in dem Kalender, die Brücke dargestellt. Und drei Schüsseln sind leer, aber zwei sind noch ein bisschen gefüllt. Also da gibt es eindeutig Parallelen. Und wenn man Schwierigkeiten, also im Buch wird einem dann auch noch was mitgeteilt. Das sind dann hier die sieben Kelche, sozusagen die sieben Schüsseln. Man kann sich gar nicht entscheiden, für welche man sich da, welche man zuerst nehmen soll. Neun und zehn. Auch hier wieder so mit Regenbogenfarben. Dann Page der Kelche, Ritter, Königin und König der Kelche. Auch hier mit Anker und den Delfinen immer wieder in Bezug zum Wasserelement. Dann kommen wir zum letzten Part, das ist, sind die Pentakel. Mit Ass der Pentakel, auch hier so wieder die Symbole auf dem Vorhang. Hier ist es auch wieder mit diesem Jonglieren, mit den zwei Pentakeln auch dargestellt. Drei, vier, fünf. Aber bei den meisten geht es immer ums Essen, das ist klar. Ich glaube, da sind die Katzen nicht anders als die Hunde. Aber hier ist auch zum Beispiel bei den neuen Pentakeln auch eindeutig hier mit der Vogel als Hinweis aufgezeichnet. Und 10. Dann haben wir Page, der Pentakel, Ritter. Königin und ganz zum Schluss der König der Pentakel. Ja, das war das. Schnell und einfach und ich hoffe, es hat euch gefallen.